Gymnasium und so weiter. Also ich kenn sogar einen Fall, das ist ein türkischer Junge gewesen aus der Nachbarschaft, der war Schwerstlegastheniker und ist dann fast in die Sonderschule, wie das damals genannt wurde, also in die Förderschule abgeschoben worden. Und ich habe den vor 2 Jahren bei der Hochzeit seiner Schwester wieder getroffen und inzwischen war er Rechtsanwalt in Stuttgart geworden, hat alle Schularten durchlaufen. Also es ist theoretisch möglich, aber das ist eine Ausnahme. Das ist doch kein normaler Bildungsweg für ein Kind, das in diesen Umständen groß geworden ist und solchen Dingen unterlegen ist. De facto ist es so, dass findet auch in der Fläche die Flucht aus der Hauptschule statt. Wir haben in Tübingen eine Übergangsquote ins Gymnasium, also in der Stadt Tübingen, die liegt bei 70%. Also es geht hier, jeder versucht irgendwie aufs Gymnasium zu kommen, vielleicht noch ein paar in die Realschule, weil sie Angst haben, dass die G8-Anforderungen einfach zu extrem sind. Aber de facto ist es so, für die Kinder, die nach der vierten oder eigentlich nach der dritten Klasse die Hauptschulempfehlung bekommen, für die ist die Schulbiografie zu einem guten Teil beendet, weil es einfach diese selektive Wirkung, diese Entscheidung, du bist einfach nur gut genug für die Hauptschule, ja. Das ist für die Kinder eigentlich ja eine Zerstörung. Ja. Und das ist die Frage, ist, ob wir uns das einfach weiter leisten wollen. Und ich bin der Meinung, wir können uns das nicht leisten, Nein. Weil wir damit eigentlich wirklich Kinder und Menschen in ihrer Entwicklung behindern, in ihren Chancen behindern und einfach auch ganz, wenn man sich die Zahlen anguckt, ganz bestimmte Gruppen dieser Gesellschaft herausfiltern und in eine bestimmte Ecke drücken. Also wer mit Migrationshintergrund hat einfach eine viel höhere Gefahr, dass er auf der Hauptschule landet. Und auch wenn man sich mit Lehrern unterhält, ist einfach immer die entscheidende Qualifikation oder das entscheidende Merkmal, warum Kinder eben nur eine Hauptschulempfehlung kriegen, immer die mangelnde Sprachfähigkeit. Betrifft nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund, auch deutsche Kinder, wo das in der Familie scheinbar nicht ausreichend gefördert wird. Aber man kann Kinder nicht einfach nur, weil sie eine mangelnde Sprachentwicklung haben, für ihr Alter wohlgemerkt, das kann sich ja auch nochmal bei Kindern in Schüben anders entwickeln, aber es wird völlig ausgeklammert, wie sind die Kinder in Mathematik, wie sind die Kinder sportlich, das fällt einfach alles unter den Tisch. Das entscheidende Kriterium, das wir momentan haben in Baden-Württemberg, ist die Sprachfähigkeit in einem Alter von 8 oder 9 Jahren. Und das kann, finde ich, kein Kriterium für die Schulwahl sein. Ich hatte jetzt hier vorne noch eine Frage. Ja. Ist das auch zu diesem Potenzial?